Ja, hallo. Wir sind heute zusammen jetzt auf dem Rohkost-Treffen gewesen. Der Joachim und ich, der hat mich besucht. Wir waren gestern schon ein bisschen gekommen. Und ja, man muss sagen, also war eine schöne Zeit mit ihm. Und wir werden jetzt noch ein bisschen zusammen sein. Und aber dann wird er irgendwann gen Heimat wieder fahren nach Frankfurt. Oder willst du direkt nach Speyer? Nee, ja. Nee, Quatsch. Nee, ich Also meine nach noch gut. mal. Ja. Und morgen ist eine Revolution. Nach dem Genau. Rohkost-Treffen heute die Revolution. Und ich nehme dann auch noch jemand mit, deswegen von Ach daher. so, okay. Ja, Ja. Ja, und wir haben uns natürlich ein bisschen unterhalten und ich habe so ein bisschen im Bruder im Geiste gefunden, was so das Experimentieren angeht. So ein bisschen auch diese Selbsterforschung und auch so ein bisschen auch die Selbstverantwortung. Also das heißt, dass man nicht die Verantwortung abgibt, indem man quasi der Medizin glaubt oder den Naturwissenschaftlern oder den Heilpraktikern oder irgendeiner Gruppe, sondern dass man das wirklich an sich selbst auch verifiziert, das Wissen, und auch selber auch schaut, was für einen gut ist. Und vor allem, dass wir auch jeder Mensch sicherlich so seine eigene Geschichte hat. Ne? Und da muss ich sagen, hat mir sehr gefallen. Der Joachim hat mir auch was mitgebracht, sowas zum Testen, was auch kontrovers diskutiert wird. Chlordioxid, oder wie heißt das? Chlordioxid, genau. Chlordioxid wird sehr kontrovers diskutiert. MMS oder sowas wäre das vielleicht. Genau, das ist die Seele davon, was man ja zusammenmischt, damit das Chlordioxid entsteht. Und das ist sehr umstritten. Allerdings, da sind wir beim Thema, ne? Wenn man sich halt entsprechend informiert, dann kann man das auch einschätzen, wie gefährlich das ist. Und ja, man muss halt offen sein, ne? Genau. Und man muss sich auch der Risiken dann natürlich auch bewusst sein, dass es irgendwo auch möglich ist, dass es da Risiken geben kann. Aber wie Sonst. alle Erwachsenen wissen, dass eigentlich alles irgendwo ein Risiko hat. Und ja, und entsprechend ist das so eine wichtige Sache, wo mir die Frage aufgekommen ist, ich weiß ja, wie es bei mir ist, aber wie ist das eigentlich bei dir? Wie hat sich das entwickelt in deinem Leben, dass du eben diesen Drang hast, auch wirklich selber zu experimentieren und nicht auf andere da vertraust? Ja, ganz einfach, weil ich festgestellt habe, dass viel, was so erzählt wird, einfach nicht gestimmt hat. Also ja, es gibt halt sehr viele Wichtigtuer, finde ich. Also ich treffe immer irgendwie so auf die Besserwisser und auf die Wichtigtuer. Da bist du ja genau an der richtigen Stelle heute. Und ja, die erzählen dann irgendwas und steckt so für mich, hä? Und so. Also so hat es im Prinzip angefangen. Und dann bei der Ernährung zum Beispiel, das allererste, was ich gemacht habe. Also ich gehe noch weiter zurück. Es saß mir jemand gegenüber in der Mensa und der hat sich vegetarisch ernährt, also fleischlos erstmal. Und der hat mir das so erzählt und habe ich so gedacht für mich, okay, das geht. Und dann irgendwann war ich zu Hause und habe gedacht, okay, jetzt guckst du mal in die Nährwerttabelle, was geht dir flöten oder was ist im Fleisch drin, was du unbedingt brauchst. Nichts. Nichts. Das ist sowas von wertlos. Ich habe verglichen mit allem Möglichen, mit Leguminosen, also Erbsen, Bohnen, Linse und so weiter. Ich habe verglichen mit dem Weizen und so weiter. Da gucke ich so rein. Viele Vitamine fehlen, Mineralien fehlen. Das Einzige, wirklich das Allereinzige, was ich damals also aber noch nicht wusste, weil ich da die Aufmerksamkeit noch nicht so drauf hatte, das war Vitamin B12. Und da weiß ich aber heute, Vitamin B12, eine Studie, die Leute können das B12 im Fleisch überhaupt nicht aufnehmen. Das heißt, egal wie viel du den fütterst an Fleisch oder wenn du das Fleisch ganz weglässt, der B12-Spiegel null Veränderung. Also Fleisch ist der, also kann man Die sich kommen dann jetzt ohne Probleme verabschieden. Ist überhaupt kein Thema. das haben wir auch, wie gesagt, wir haben ja mit der, also ich habe ja das Silke Leopold, die du auch kennengelernt hast, jetzt persönlich, die hat ja auch, supplementiert auch kein B12 und hat ja auch einen Spiegel, der normal 105, ist, ja. genau. Und also es scheint dadurch das möglich zu sein. Aber es ist ja auch so, Ja. dass die Fleischesser vielleicht tendenziell einen höheren B12-Spiegel haben, oder das würdest du ja sagen, dass das ist nicht wahr. Wo kriegen denn die dann ihr B12? Die haben ja keinen gesunden Darm, die nehmen keine Wildkräuter zu sich, die müssen ja das B12 irgendwo Ja, herbekommen. Ei halt und eventuell Milchprodukte. Ich vermute, dass es hauptsächlich das Ei ist, weil ja, Ei wird wohl relativ gut verdaut auch. Ja, und nochmal zu dem wissenschaftlichen und diesen Experimentiertrang. Also die erste, wo du das so festgestellt hast, das war die Sache mit dem Fleisch, dass du sagen, dann gesagt hast, okay, Fleisch ist gar nicht notwendig. Jetzt Ja. mit dem B12 ist es auch so eine These, die so nicht kontrovers diskutiert ist. Und ich muss sagen, ich habe mir da jetzt keine Gedanken wirklich darüber gemacht, ob im Fleisch jetzt B12 ist. Ich habe es bisher angenommen, für mich ist das Wissen, dass es ein B12, weil ich einfach nicht für mich reevaluiert habe. Du sagst mir das jetzt und ich die sagen, nö, B12 ist im Fleisch drin, aber Ja klar, es ist drin, aber es wird nicht aufgenommen.
Achso, okay. Ja, genau. Es nutzt uns ja nichts. Da habe ich ja überhaupt keine Meinung dazu. Ich bin davon ausgegangen und ja, aber sag mal, das soll auch jetzt, das, jetzt gar nicht das Thema sein, weil das wäre ja der Ausufer mit dem B12, ja, weil ich auch gar kein Wissen darüber habe. Mich interessiert viel mehr, wie du das so auch in deinem Umfeld, wie es so aufgenommen wird, dieses Experimentieren. Weil es ist ja oftmals so, dass du auch gewisse Risiken eingehst und Gefahren sind. Für dich sieht es sicherlich nicht, weil du aus einem Menschenverstand, aus deinem Menschenverstand handelst. Ja, aber das Umfeld, das hat doch vielleicht. Beim Umstieg, gab es einen Umstieg auf jetzt pflanzliche Ernährung zum Beispiel, irgendwas von irgendeiner Seite? Nicht wirklich, ne? Nicht wirklich. Also mein Vater halt, der hat mir immer wieder Fleisch angeboten bis zum Schluss, ne, bis zu seinem Tod. Und das war im Prinzip der einzige. Ansonsten, nee, nicht wirklich. Ich bin auch nicht in Diskussion gekommen oder so wie viele, weiß nicht. War halt so. Ja, und warum hast du quasi dich gegen das Wissen entschieden? Weil du, also du hast jetzt gesagt, weil du erkannt hast, dass einiges falsch ist. Und das war jetzt nur bei dem Fleisch, oder? Das ist ja, ich meine, das ist ja eine gravierende, ich kenne das an mir, so eine gravierende, wirkliche Persönlichkeitsstruktur, dass man selber auf die Suche geht. Da reicht meiner Meinung nach so ein eigenes gar nicht aus irgendwie. Ja, also im Prinzip ist es so, du hast eine Studie, die eine Studie sagt das und die andere sagt haargenau das Gegenteil. Das ist eigentlich das, was ich so gerade bei den Gesundheitsthemen und auch in der Psychologie, also das sind gerade die zwei, die mir am meisten auffallen. Psychologie, Pädagogik mit eingeschlossen, das ist ja ist für mich mehr oder weniger eins. Und dann Ernährung. Da ist es ganz krass, dass du immer für dieselbe Sache zwei konträre Meinungen hast. Ja, so, ja, was machst du denn da? Da hast du eigentlich nur die eine Chance, du machst dich selbst schlau, ja, und probierst es aus. Und genau das habe ich gemacht, beides kombiniert. Ja. Und habe da so viel angesammelt, dass ich dann halt irgendwann gedacht habe, okay, du weißt so viel, das nimmst du nicht mit ins Grab. Also irgendwie hatte ich schon immer die Idee, was zu veröffentlichen. Mhm. Die allererste Idee war allerdings ein Buch, ja. Also in schriftlicher Form. Und Thematik? Eigentlich Pädagogik. Pädagogik. Pädagogik eigentlich. Und überhaupt nicht Ernährung. Ja. Und, aber es hat sich dann halt ergeben, also ich wollte irgendwo anfangen, dann habe ich halt bei der Ernährung angefangen, weil ich mich da auch ziemlich rein vertieft hatte. Und dann, während ich halt die ersten Videos gemacht habe, bin ich dann irgendwann drauf gekommen, dass ich halt dieses Quecksilberproblem habe. Ne? Und das hat mich dann mehr oder weniger noch tiefer in die Ernährungswissenschaft reingebracht. Und ja, wie man jetzt ja sieht, bin ich da auch geblieben. Und die Quecksilberproblematik, weil wir das ja noch nicht thematisiert haben, ja. Zuschauer wissen das ja auch nicht, das ist, dass du in körperstarke Schwermetallvergiftung durch Quecksilber hattest. Oder das, ja, wie genau ist. Also es ist ja so, dass beim Quecksilber spürt man die Vergiftung normalerweise nicht. Okay. Man spürt es nicht. Und es ist aber da, es macht das Immunsystem, wird abgeschaltet mehr oder weniger. Naja, kann man nicht sagen, ich bin nicht dauernd krank. Nee, okay. Aber es wird geschwächt. Es wird geschwächt und es ist auch so, dass der Körper versucht zu entgiften. Und für das Entgiften muss er aber immer Mineralien opfern und auch Vitamine, damit er es ausscheiden kann. Und die fehlen dann. Und die fehlen dann, dann kommt er in einen Mangel rein und dieser Mangel erzeugt dann alle möglichen Krankheiten, je nachdem, wie man halt veranlagt ist. Und bei mir war es halt so, ich habe halt. Ja, was will ich eigentlich sagen? Ja, genau, also verfolge ich den Faden mit dem Quecksilber. Das sind zwei Sachen. Das eine ist, ich habe festgestellt, dass ich habe viele Videos gesehen hier auf YouTube und habe festgestellt, dass Leute schon nach 3 Monaten eine deutliche Veränderung durchmachen und die habe ich nie gehabt. Und da bin ich schon mal stutzig geworden, habe ich gefragt, ja, woran liegt denn das? Das muss ja irgendeinen Grund haben. Die anderen, die gehen total ab wie die Rakete und bei mir tut sich fast gar nichts. Ich habe 10 Jahre gebraucht, um von anfangs praktisch, ja, oder sagen wir 15 Jahre, da habe ich angefangen fleischlos und dann 10 Jahre bin ich vegan und erst seit einem Jahr verkrafte ich Rohkost, weil ich mich da irgendwie schlecht gefühlt habe. Mhm. Und das, was aber das schlechte Gefühl macht, und das ist jetzt der zweite Teil von dem, worauf es ankommt, das ist nicht das Quecksilber direkt, sondern indirekt, dadurch, dass man dann irgendwelche Einzeller oder andere Parasiten hat meistens und die hinterlassen halt Neurotoxine durch ihren Stoffwechsel. Und der schwankt sehr stark, von der Ernährung auch und auch von der Tagesform und sogar vom Mond sogar. Es sind die Rhythmen, also die haben einen Rhythmus, der vom Mond abhängig ist. Okay. Und deswegen sind das die Leute, die alle so stark schwanken in der Psyche. Die haben diese Problematik halt mit Parasiten, sage ich jetzt mal allgemein. Das sind halt meistens Einzeller, wo berühmteste davon ist Borrelien, Babesien, Malaria ist auch ein Einzeller. Und ja, und das sind eigentlich, das ist der Grund, warum man Symptome hat und warum so viele Menschen
oder warum es Menschen gibt mit sehr vielen verschiedenen Symptomen, wo aber eigentlich das Quecksilber die allererste Ursache ist. Okay, und das hast du dann sozusagen dann, um auf das Experimentieren zurückzukommen, dann einfach in Eigenregie quasi rausgefunden durch Informationen, oder hat dir da irgendjemand geholfen? Also ich bin generell ein sehr selbstständiger Mensch, ich mache alles selbst, also ich mache selbst und ich forsche auch selbst und lese am liebsten halt Bücher von Leuten, erstens die Erfahrung haben, die also selbst zum Beispiel ein Praktiker sind, also die so Krankheiten gehabt haben oder nur jetzt die jetzt nicht? Nee, Heilpraktiker zum Beispiel, die da Bücher schreiben, die halt Erfahrung gemacht haben mit vielen Patienten, so wie Andreas Moritz wäre so einer. Oder der Dietrich Klinghardt hat, der mit sehr viel mit Vergiftung zu tun hat. Da haben wir zum Glück viele Videos auch auf YouTube. Und ja, alles, was ich halt bekommen habe, habe ich halt gerafft und habe halt versucht, dann mir das rauszuziehen, was ich halt brauche. Und es ist ja in dieser Hinsicht jeder anders, deswegen muss halt jeder einen anderen Zugang haben, obwohl die Entgiftung letzten Endes ist zum Beispiel dieselbe. Und aber die Quellen, also würde ich sagen, vor allem halt Bücher und halt jetzt in der Neuzeit, in der aktuellen, dann halt auch YouTube die Videos. Ja, natürlich, ja, überwiegend YouTube, eventuell Online-Quellen, aber ich checke dann immer quer. Also ich muss dann wissen, in dem und dem Buch stand schon drin. Und der Arzt sagt es, und wenn das dann alles, wenn praktisch alle mehr oder weniger dasselbe sagen und das für mich auch sinnvoll erscheint, weil ich habe ja eine gewisse Vorbildung auch in Biologie und in Chemie, über halt das Abi hinausgeht und ja, habe ich mir auch im Prinzip selbst angeeignet, ist ja kein Problem. Man kann ja auch selbst Bücher lesen, die Ärzte und so normalerweise haben. Genau. Ja, und dann irgendwann kommt man halt klar damit und sieht halt die Zusammenhänge und halt kann auch vieles, was irgendwelche Leute dann behaupten, kann man dann auch widerlegen, weil man halt selbst verstanden hat, ne? Ohne dass man zum Beispiel dem einen mehr glaubt, weil er einem sympathisch ist oder so, sondern dann kann man wirklich wissenschaftlich rangehen und ich habe halt eher die wissenschaftliche Herangehensweise. Okay, du sagst nochmal, du willst die Querbeweise und es muss ein Bild ergeben und für dich auch quasi von deiner eigenen Überzeugung muss auch alles passen. Und das ist ja gerade bei YouTube so die Gefahr, weil sehr viele Beiträge und sehr viele Ansichten. Selektierst du danach, wie selektierst du die YouTube-Kanäle irgendwie? Das ist so wahrscheinlich auch eine viele Frage, was die YouTuber, die Nutzer von YouTube auch interessiert. Wie findet man interessante Beiträge? Weil man kann ja, glaube ich, so vielen Themen so viele Beiträge finden und dann immer noch nichts wissen und immer wieder dasselbe und einseitig und so weiter. Also wie gehst du da ran? Gibt es da gewisse Tipps bei YouTube, wie du da... Also ich schaue ja sowieso auch Videos von Leuten im veganen Bereich und die behandeln dann auch gewisse Gesundheitsthemen. Ne? Und da bekomme ich dann sozusagen schon mal so eine Vorbildung, jetzt in Anführungsstrichen Bildung. Und die behalte ich mir aber, bleibe aber offen. Und dann gucke ich halt auch nochmal auf amerikanischen Kanälen zum Beispiel oder englischsprachigen halt. Und da gibt es ja mittlerweile auch Ärzte auch, die selbst auch immer so über irgendein Thema halt so ein 5- bis 7-minütiges Video machen. Und da bin ich auf mehrere getroffen, die auch alle dasselbe gesagt haben und habe das dann halt versucht irgendwie quer zu checken halt, was ich halt so finde. Und auch halt in meinen sozusagen, also ich, für mich in meinem Kopf nenne ich das alternative Bücher, zum Beispiel vom Andreas Moritz, der halt auch ein sehr, das war übrigens auch ein Deutscher, der ausgewandert ist in die USA und also der einerseits diese viele Erfahrung hat, aber andererseits auch Dinge und also Nahrungsergänzungen zum Beispiel benutzt hat, also im Prinzip so eine Art Alternativmedizin, wobei das Alternative dann halt hauptsächlich in Kräutern und in Wurzeln und in solchen Dingen besteht oder einfach nur Ayurveda. Schaust halt bei den, weil ich gefragt habe, wie du sie sozusagen selektierst. Das heißt, du selektierst nicht nur, also du nimmst nicht nur deutsche, sondern du nimmst auch amerikanische Videos. Und wie kommt dann der Sprung dazu, dass du sozusagen das mit dir selber verknüpfst? Also ist das ein fließender Übergang, dass du die sozusagen die Videos deutsch denkst und dann ergibt sich das bei dich? Oder denkst du dann, also schreibst du das quasi auf, das hat der gesagt, das hat der und fängst dann erst den Denkprozess an, was für dich Sinn ergibt? Oder ist das sozusagen ein fortlaufender Prozess? Also es ist generell so, wenn ich ein Video schaue und da ist irgendwas dabei, was für mich neu ist, für mich sind ja mehr die Dinge interessant, die neu sind.
dann formuliere ich das und schreibe mir das auf meinen Merkzettel. Ich habe also einen Merkzettel auf meinem Laptop, den klicke ich immer an. Da habe ich verschiedene Rubriken, die, da benutze ich eine Abkürzung. Und dann notiere ich mir da 1, 2, 3 Sätze, je nachdem. Oder eventuell manchmal sogar ein ganzes Video. Und dann mache ich aber solche Dinge, die du gut nachvollziehen kannst, weil ich habe dir ja dieses Buch empfohlen von dem Collard. Genau, Ordnung der Nahrung. Ja, die Ordnung der Nahrung. Das ist eins von vielen älteren Büchern, weil die Sache ist nämlich interessant dahingehend, dass man all diese Dinge, diese Probleme, alle schon gehabt hat vor mehr als 50 Jahren. Das stimmt, das kann ich bestätigen durch das Buch. Gerade weil du ja sagst, die Experimente vor ungefähr 100 Jahren, 110 Jahren, war so die Hochzeit der Experimente generell, weil da war alles Biologie, Chemie und Physik, das war alles enorm in der Veränderung begriffen und da hat man noch sehr, sehr viel experimentiert und das Interessante ist, dass solche Experimente heute kaum noch gemacht werden. Und erlaubt sie? Also sind sie denn erlaubt, an was für ein Experiment denkst? Als Menschen kann man ja nicht experimentieren. Also mit Nahrung, mit Chemie und so weiter. Die heute nicht mehr, und auch der Tesla hat ja Experimente gemacht, die heute im Prinzip auch nicht mehr gemacht werden, weil alle anfangen, mehr oder weniger das Wissen, was sich etabliert hat, irgendwie weiterzudenken. Also das ist, nennt man induktives Denken. Ne? Ich habe das und ich habe das, dann ist so und so. Genau. Und es kommt aber raus, wenn du Experimente machst, dass das oft nicht zutrifft. Aber dass du quasi in der Sackgasse bist. Ja, du stellst einfach fest, dass die Theorie nachher mit der Praxis nicht übereinstimmt. Ja. Und deswegen hat ja zum Beispiel der Collard auch vorgeschlagen, dass man das andersrum macht. Man kommt aus der Praxis und guckt dann, welche der Theorien stimmen überein. Und dann versucht man das irgendwie, also man gleicht die Theorie der Praxis an, nicht umgekehrt. Und ich habe halt etliche Bücher, also alte Bücher oder beziehungsweise wo alte Forschungen genannt werden. Da wären noch andere Bücher, die ich dir empfehlen könnte, von dem Birscher Benner, und zwar nicht von dem berühmten Birscher Benner, sondern von dem Sohn von Birscher Benner, ja, weil der Birscher Benner hat nämlich damals, das war auch so ein Fuchs, der hat es genauso gemacht, wie ich es im Prinzip jetzt mache, der hat alle möglichen Studien gesammelt, die er damals bekommen hat, hat die halt untersucht, was ihn interessiert hat, das war speziell Ernährung, und da hat man ja früher, gerade vor 100 Jahren, ist man rausgefahren in alle möglichen Herrenländer, wo noch irgendwelche so sehr natürlich, also Naturvölker gelebt haben, die sich noch sehr natürlich ernährt haben und hat untersucht, was essen die, wie viel essen die, haben die Mangelerscheinungen, wie sehen die Zähne aus und so weiter. Ja. Und das sind praktisch die, mit denen ich das vergleiche. Ja. Also das Moderne mit diesem Alten. Und auch der Collard, du bist ja noch nicht so weit, ich habe gesehen, ne? Ja, genau, Seite 100 oder so, das hat ja noch viel mehr Seiten. Die interessanten Sachen kommen noch. Und da sind so ein paar Sachen dabei, die sind sowas von spektakulär, wo ich mich frage, ey, das ist 60 Jahre, 70 Jahre teilweise her gewesen. Das war damals Stand der Dinge und heute warst du nichts mehr davon. Genau auch der Ehret, Arnold Ehret, ne? Was er damals gesagt hat, das ist komplett verschwunden aus dem Bewusstsein. Ne? Zum Beispiel die Russen haben völlig unabhängig vom Ehret, das würde heute gar nicht mehr passieren, weil ja heute alles breit gestreut im Internet informiert wird. Ja. Ne? Da hast du einen Zugriff. Ja. Die Ärzte haben ja da ihre eigenen Datenbanken und so weiter, die wir übrigens auch abfragen können. Und die Russen haben völlig unabhängig vom Ehret das Fasten erforscht, zum Beispiel. Ne? Lauter so Geschichten. Ja, oder der Wegbäcker. Also der auch, das war dann auch noch in Deutschland, der hat das vor 30, 40 Jahren oder so, hat er seine Fastenexperimente gemacht und hat auch vom Ehret nichts gewusst. Das ist interessant. Also du, was die das Experimentieren an sich angeht, sehe ich bei dir, dass das, auch wenn wir jetzt damals quasi so durchaus eine selbe Einstellung mittlerweile haben, was das auch das Experimentieren angeht und das selbst an sich arbeiten diesbezüglich, dass deine Herangehensweise durchaus sich ein bisschen verändert, weil du sehr, sehr viel vom Denken und vom Verständnis her und vom Erkennen kommst, denkst. Und finde ich gut, das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Also bei mir ist das tendenziell einfach ein bisschen anders. Bei mir ist das eher so intuitiv. Ich habe mich immer für klüger eingeschätzt als alle anderen. Und also von daher, deins macht wahrscheinlich mehr Sinn und ist auch nachvollziehbarer, sage ich mal, und auch verständlicher. Und auch, weil viele haben ja das, das ist eigentlich das, womit ich dann auch so dann die letzte Frage noch das ein bisschen abschließen möchte. Dieses Unverständnis, warum du hast jetzt einen eigenen YouTube-Kanal und da kommst du bestimmt auch ein bisschen Unverständnis auf, dass du
Sachen ansprichst, die vielleicht nicht der gesellschaftlichen Meinung entsprechen, ja, und dass da dieses Unverständnis kommt. Und ja, wie gehst du in der Familie, hast du ja gesagt, ist das nicht so ein Problem gewesen, aber wie gehst du damit um bei jetzt YouTube oder so weiter? Akzeptierst du das, versuchst du aufzuklären oder wie siehst du da deine Rolle, insbesondere in deinem YouTube-Kanal? Also, da mache ich so, wenn ich das Gefühl habe, dass das so eine Standardfrage ist, dann sage ich das mal, also wo ich mir vorstellen kann, dass viele so denken, dann gehe ich darauf ein, ne, vielleicht auch zwei, dreimal, weil das dann für mich praktisch so eine Art Präzedenzfall ist. Und damit lasse ich es aber auch gut sein. Also ich lasse auf jeden Fall andere Meinungen stehen einfach, das ist halt so, ich weiß, die kann man eh nicht überzeugen. Dann lasse ich das stehen und fertig. Und ja, und was ich sagen wollte, ich bin schon, das was du jetzt experimentierst, das liegt bei mir ja schon 10, 15 Jahre zurück. Das habe ich auch gemacht. Das heißt, du müsstest mich eigentlich einschätzen, auch mit dem, was davor war. Ne? Und also, da stimmt mir dann doch ziemlich überein. Aber meinst du, ich komme dann erst dorthin, ich komme erst auf dein Level. Nee, das meine ich nicht, aber diese viele Experimente, ich experimentiere nur deswegen jetzt nicht mehr so viel rum, weil ich das in der Vergangenheit ja schon gemacht habe. Also. Ne, ne. Ja, aber auf jeden Fall eine Freude mit dir zu reden, auch jetzt die Tage kann man ja schon fast sagen, da zu verbringen und ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal wieder wiedersehen. Wie gesagt, ja, war wirklich sehr, sehr schön und ja, das soll es dann gewesen sein für das Video. Gut. Dann tschüss.